Viel Kohle verdienen mit wenig Arbeit. Genau das hat sich mein Kollege Jan Fritzowski vorgenommen. Letzte Nacht ist mein Handy irgendwann so gegen 23 Uhr bing, 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 bing. Und ich habe ein Follower nach dem anderen bekommen. Tja, auf Instagram Fotos hochladen und damit richtig viel Geld verdienen, das funktioniert, wenn man ein sogenannter Influencer ist. Aber wie wird man zu einem? Jan macht den Test. Es gibt Leute im Netz, die verdienen sich eine goldene Nase und machen dafür nur ein paar Fotos. Sie heißen Caro, Lisa und Bibi oder Mesut Özil. Sie alle sind Influencer, zu Deutsch Beeinflusser. Jahreseinkommen bis zu 1,3 Millionen. Einzige Voraussetzung, genügend Follower. Kann das jeder? Nur mit Selfies reich werden? Galileo-Reporter Jan Fritzowski will's ausprobieren und in 4 Wochen als Influencer Geld verdienen. Aktiv in den sozialen Medien ist er bislang nicht. Also, ich sag mal, Facebook. Der Klassiker. Mehr mache ich nicht. Erstmal die Konkurrenz abchecken. Weltweit führt Teenie-Star Selena Gomez die Instagram-Charts an. 123 Millionen Leute abonnieren ihren Kanal. Aber die war ja vorher schon als Sängerin berühmt. Jan fängt bei Null an. Caro Dauer aus Hamburg hat das geschafft. Und wie macht sie das? Könnte sein, dass sie Modeposts macht, also irgendwelche Kleider von irgendwelchen Designern. Es kann aber auch sein, dass sie einfach nur in jeder Situation ihres Lebens gerade ein Selfie schießt. Caro Dauer ist Fashion-Bloggerin. Pro Post kassiert sie schätzungsweise 15.000 Euro. Aber wie genau verdient sie mit ihren Followern Geld? Dazu später mehr. Erster Schritt für Jan. Er braucht ein Thema, zu dem er postet. Nur so kann er eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Aber als Fashion-Blogger können wir uns Jan nicht vorstellen. Schminktipps auf YouTube ausgeschlossen. Wie wär's mit Fitness? Mit einem Fitness-Experiment war Jan vor 2 Jahren schon mal erfolgreich. Damals hatte er 10 Wochen, um ein Sixpack zu schaffen. Nun könnte es heißen, Fitness-Influencer in 4 Wochen. Bevor es losgeht, braucht Jan eine Social-Media-Nachhilfestunde. So, ich bin jetzt mit einem Experten hier verabredet, der mir helfen soll, wie ich die nächsten 4 Wochen als Influencer richtig anzugehen habe. Denn von allein wird keiner zum Influencer. Florian Frech ist spezialisiert auf Influencer-Marketing. Kannst du mir ganz einfach mal erklären, dauernd fällt dieser Begriff immer Influencer hier, Influencer da. Was bedeutet Influencer eigentlich? Influencer ist einfach eine Person wie du und ich, der andere Personen folgen. Ja? Entweder aufgrund seiner Sympathie oder aufgrund von dem Thema, das er einfach vertritt. Ja? Und das macht es halt dann auch für Brands oder dementsprechende ja, Werbekunden interessant. Heißt im Klartext, wer als Influencer in sozialen Medien wie Instagram, Facebook oder YouTube Inhalte postet, kann spezielle Werbekunden ansprechen. Also Werbung für eine Sportmarke oder Fitnessfood machen. Das funktioniert oft ganz subtil. Zum Beispiel tragen die Influencer bestimmte Markenklamotten in ihren Postings. Dafür bekommen sie die Produkte geschenkt oder ganz einfach Geld. Je mehr Follower ein Influencer hat, desto mehr Kohle verdient er. Damit das Ganze in der Praxis funktioniert, braucht Jan erstmal einen einprägsamen Namen. Fritznis, Fitnessfritze. 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 Hört sich doch gut an. Ja, das ist gut. Team sagt Fitnessfritze. Das ist mega. Ich bin jetzt der Fitnessfritze. Willkommen im Influencerleben. Für unseren Fitnessfritze ist jetzt der erste Instagram-Post angesagt. Florian hilft ihm. Am besten lächeln wahrscheinlich, ne? Ja. Ich bin ganz aufgeregt. Das ist der erste Instagram-Post. Kriegen wir hin. Okay, also. Kaum ist der erste Post online, hat Jan schon die ersten Fans. Guck mal, wie sie da stehen, am Handy und nicht aufpassen. Ja. Los geht der Instagram-Zirkus. Na dann dokumentiere ich damit mal die nächsten Wochen Selbstexperiment. Ich werde in 4 Wochen zum Influencer. Tschüss. Woche 1, der Kaltstart. Followeranzahl 0. Wichtig? Unterhalten und nicht langweilig sein. Nur so werden Follower auf Jan aufmerksam. Also Leute adden, kommentieren, fotografieren, Videos hochladen. Ein bisschen Werbung schadet auch nicht.
Fitness Fritze. Ihr müsst mir folgen, ja? Fitness Fritze hier, mein erster Post. Handys raus, Instagram, Fitness Fritze. Ja? Auch am Wochenende heißt es, Content für Instagram abliefern. Nächster Schritt, oft und regelmäßig posten. Sonst langweilen sich die Follower. Doch egal, wie sehr Jan sich anstrengt, viele Abonnenten kriegt er noch nicht. Dafür eine Nachricht von Flo, dem Experten. Oh, hey Fitnessfritze, wie läuft's? 50 Follower, hopp, hopp. Versuche bitte wirklich jeden Tag ein oder zwei Bilder zu posten und nehme einige Hashtags am Anfang. Da muss ich ehrlich sein, ich habe wohl einfach zu wenig gemacht. Woche 2 beginnt und Jan hat noch nicht wirklich viele Follower. Daran will er unbedingt etwas ändern. Vielleicht muss ich einfach mal irgendjemanden treffen, der sich damit auskennt. Hier, guck mal. Achtung. Da. Anne Bodykiss. Anne Kissner. Sehr viele schöne Fotos und das Beste, eine Community von 133.000 Leuten. Na, die besuche ich doch mal, oder? Vierter Schritt. Networking. Jan vernetzt sich mit Anne Kissner. Jan macht schließlich Fitness und Fitness ist ihr Gebiet. Von ihren Werbeeinnahmen als Influencerin könnte Anne längst leben. Ich will aber bewusst nicht nur davon leben, weil ich so ein bisschen noch dieses reale Leben in meinem Leben drin habe. Und deswegen arbeite ich noch teilweise in meinem gelernten Beruf. Das ist? Anwältin. Du bist Anwältin? Ja. Eine Anwältin auf Instagram. Der Job ist anscheinend nicht nur was für Kids und Schulabbrecher. Jan will von Annes Erfolg profitieren. Fünfter Schritt, das richtige Timing. Auf Instagram würde ich immer sagen, abends ist eine gute Uhrzeit. Mhm. Freitag ist relativ schlecht. Mhm. Weil freitags, was macht man freitags? Ja, geht raus. Genau. Das sind echt gute Tipps. Das ist interessant, mit welcher Systematik man da eigentlich drangehen muss. Ne? Deine Fitnessvideos, wo machst du das? Eigentlich findet es draußen statt. Wollen wir uns das mal angucken? Ja, gerne. Ach, abgefahren. Ich mach mal auf hier. Genau. Erstes Workout. Nein, du musst da lang. Ach so. Ja, okay, ich bin halt Profi. Anne kann sich mittlerweile ihr eigenes Fitnessstudio leisten. Ihre Abonnenten sind zum Großteil berufstätig. Bedeutet, sie können mehr Geld ausgeben als ein jüngeres Publikum. Das bringt Anne gute Werbedeals. Über sowas muss Jan sich noch keine Gedanken machen. Er macht lieber Selfies. Wenn Anne Jans Account verlinkt, bekommt er nämlich neue Follower. Vitamin C steht in dem Fall für Connections. Danach geht's ran an den Speck. Jans Account heißt ja nicht umsonst Fitness Fritze. Natürlich gibt's auch bei dieser Sache einen Hintergedanken. So, nur mal ganz kurz für alle da draußen. Ich bin ja auch, wenn ich hier drehe, immer mit meinem Instagram-Account beschäftigt. Und da kommt die Nina, die Redakteurin, sagt, hey Jan, darf ich davon mal kurz eine Story machen? Klar, ich brauche Follower. Ohne guten Content keine neuen Follower. Deine Fans wollen dich schwitzen sehen, Jan. Hey, hier der Fitnessfritze. Und die Anne von Bodykiss. Total mega, schaut mich mal an. Ich bin total verschwitzt. Die Anne sieht immer noch richtig gut und super aus. Wir haben gerade ein Workout zusammen gemacht und es hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Ja, total geil. Anne, hast du noch was zu sagen? Ja, hat sich super geschlagen. Und obwohl Anne heute mit Jan beschäftigt ist, muss auch sie posten. Ihre Follower wollen schließlich täglich was von ihr sehen. Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Jan ist angefixt. Er ist ab jetzt praktisch pausenlos auf Instagram unterwegs. Liefert seinen Followern Content aus jeder Lebenslage. Also die Anne war ja so nett und hat ein paar Posts gemacht und hat mich verlinkt. Und das hat richtig Schub gegeben. Also sagen wir mal, ich habe an dem Tag ungefähr 100 Follower dazu bekommen. Das hat schon geholfen. Woche 3. Die Follower sind immer noch eher überschaubar. Macht's denn wenigstens Spaß? Du musst dauernd hinterherrennen und suchen und gucken, was du fotografieren kannst, wie du dich in Szene setzen kannst. Und es nervt erstmal nur. Also du kriegst ja kaum ein Feedback. Also bei mir ruft jetzt noch keiner an und sagt, hey Jan, wir zahlen dir mal 5.000 Euro, damit du einen Post machst. So leicht scheint es also nicht zu sein. Wie bitteschön kriegt man 20.000 Follower? Jan entdeckt eine skurrile Seite im Netz. Also ich habe jetzt nicht wirklich viele Fans, habe mich aber mal schlau gemacht und habe herausgefunden, dass es Menschen gibt, die Follower verkaufen.
Und da habe ich jetzt den Kontakt vom Lukas rausgefunden. Und den treffe ich jetzt. Ernsthaft? Ein Typ, der Follower verkauft? Florian ist gerade mal 19 Jahre und hat schon seinen eigenen Online-Handel am Start. Warum kaufen die Leute bei ihm Follower? Jetzt erklär mir doch mal ganz genau, wie dein, ich nenne es jetzt mal, Geschäftsmodell ist. Nun, wir kümmern uns um Leute, die eben ihre Social-Media-Reichweite vergrößern wollen, zum Beispiel wie du jetzt. Mhm. Denn vor allem am Anfang ist es relativ schwierig, auf sozialen Netzwerken den Startpunkt zu finden. Die Sache ist klar, wer mehr Follower hat, kriegt auch mehr Follower. Denn mit vielen Followern wirkt ein Profil interessanter. Auch andere klicken dann auf Folgen. Aber was genau kauft man da? Einerseits kann man hingehen und sogenannte Bots verwenden. Das sind dann Profile, die werden von Computerprofilen erstellt und auch verwaltet. Da sitzen dann gar keine echten Menschen dahinter. Ja. Diese Bots, richtig. Roboter oder? Das sind dann quasi Roboter, die dir folgen, richtig. Um an die vielen Follower zu kommen, fährt Lukas zweigleisig und arbeitet nicht nur mit Bots, sondern auch mit echten Menschen. Das läuft so. Echte Instagram-Nutzer verkaufen ihre Likes. Sie kommen zum Beispiel aus Indien oder Südamerika. Pro Like verdienen sie nicht mehr als ein paar Cent. Ist das erlaubt? Ich finde das ja total spannend, aber irgendwie hat das so ein bisschen das Gefühl von, also ist es illegal oder ist es legal? Weißt du, ich fühle mich gerade so, ich treffe gerade Graf Zahl. Definitiv. Dir fehlt nur der Mantel, wo die Follower quasi im Mantel hängen. Was die Legalität angeht, kann ich dir versichern, es gibt in Deutschland kein Gesetz, das es irgendwie verbietet, Follower zu kaufen. Und dementsprechend ist das Ganze völlig legal, ja. Völlig legal und trotzdem fake. Lässt sich so der Weg zum schnellen Geld für jedermann hinkriegen? Ja, schon abgefahren, ne? Da trifft man jetzt so einen 19-Jährigen, der Follower verkauft, mehrere Millionen Follower irgendwie schon auf den Markt gebracht hat. Das hat mich jetzt irgendwie ein bisschen verwirrt. Kann man Influencer ernst nehmen, wenn Schummeln so leicht ist? Jan bleibt weiter dran und nimmt seine echten Follower überall hin mit. Die Sache mit den gekauften Freunden lässt ihn aber nicht los. Er will wissen, was das für Leute sind, die man für Likes bezahlen kann, und kauft sich 10.000 Follower zu Testzwecken. Kostenpunkt 50 Euro. Woche 4 beginnt und Jans Handy ist on fire. Hier kann ich überhaupt nicht vorstellen, was da abgeht. Letzte Nacht ist mein Handy irgendwann so gegen 23 Uhr bing, 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 bing. Und ich habe ein Follower nach dem anderen bekommen. Aber das sieht nur auf den ersten Blick gut aus, denn die gekauften Follower sind keine wahren Fans. Sie posten also keine Kommentare und liken keine Bilder. Und vor allem, sie gehen nicht shoppen. Deshalb haben große Firmen, die mit Influencer zusammenarbeiten, längst Programme, die Fake-Follower enttarnen. Wer dort enttarnt wird, kriegt keine Werbedeals. Heißt, keine Kohle. Gekaufte Freunde hin oder her. Wie ist die Lage? Wäre das Influencer-Leben was für dich, Jan? Jeden Tag dauernd zu posten, geht dir irgendwann tierisch auf den Sack. Tierisch auf den Sack. Das kann ich sagen. Also, das ist richtig Arbeit. Also, um ein Influencer zu werden, musst du sehr viel Arbeit, sehr viel Zeit und sehr viel Persönliches da in deinen Account stecken. In 4 Wochen ist Jan nicht zum Influencer geworden. Sein Experiment zeigt, große Mengen an Followern aufbauen dauert. Und es ist harte Arbeit. Nur Selfies machen allein reicht nicht. Jeder Post muss gut durchdacht sein. Aber so richtig traurig sind wir nicht, dass Jan kein Social-Media-Star wird. Wir sehen ihn schließlich am liebsten hier, im Fernsehen.